Ja, erstens das und zweitens muss ich halt auch sagen, ich bin halt auch so ein bisschen Marketingopfer, gebe ich ja zu. Dafür ist Marketing ja auch da, soll ja auch ein bisschen belohnt werden. Ich scroll halt gern, wenn Black Week ist, durch verschiedene Shops und guck einfach so, was mir gefällt, was ich vielleicht gebrauchen könnte. Und das weiß ich ja dann aber vorher noch nicht, was ich da so finde. Das heißt, ich kann vorher nicht kontrollieren und suchen und vergleichen. Ich kaufe es halt, wenn dann in dem Moment. Aber wie gesagt, dann habe ich keinen Vergleich, ob das besser ist oder nicht. Ad Talabs Klage. Oh, aufhören können zu fliehen. Meine Pfoten hochlegen und mich in meinen Bau zurückziehen. Weit weg von Netzen und Sperren. Doch was sind wir, wenn man uns gezähmt hat? Kein Fuchs, sondern etwas Kleineres. Unser Schweif weniger rot, um besser zur biederen Umgebung zu passen. Was sind wir, wenn wir die Schatten aufgeben? Grüßen wir das Licht oder verstecken wir uns darin? Und was werden wir füreinander sein, du und ich, wenn die Jagd beendet ist? Irgendwo hier ist doch ein Rätsel. Nicht blöd? Ist hier drin, ne? Ist doch super, dann musst du später weniger auf die Karte gucken. Ja, das stimmt. Ich kann es halt nicht einschätzen, wie weit ich jetzt, also wie viel Gerüste ich jetzt schon zerstört habe. Das habe ich zum Glück nicht so, online schon gar nicht, aber auch im Geschäft selten. Sei froh. Ich habe das bei Lebensmitteln und Getränken eher. Alles, was es in Geschmacksrichtung rote Früchte gibt, muss ich probieren. Julia, hast du schon die Müllermilch, Fruchtbuttermilch, rote Früchte getrunken? Die finde ich auch sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Hoffentlich ist sie zu Hause. Du wirst mich nicht von meinen Gästen fernhalten. Das ist mein Haus. Bezahlt mit meiner Großzügigkeit. Bezahlt mit meiner Genialität. Wenn es um Andenken, Gefallen und persönliche Widmungen geht, findest du Saida Arib nach ihrem Vortrag im Garten. Guten Tag. Du musst ihr Gönner sein. Es ist mir eine Ehre, Saidi. Mit Verlaub, ich ersuche ein Treffen unter vier Augen mit der Dichterin. Ist das so? Ihre Sprache macht mich sprachlos. Symmetrie von See und Himmel, so bewegend. Ich wünsche nur, ihr meine ehrliche Bewunderung auszudrücken. Schöne Worte. Fast so schön wie die ihren. Und genauso falsch. Wir beide kennen die Maske, die sie trägt. Nicht wahr? Maske, Saidi? Genug mit dem Saidi. Ich weiß, was du bist. Warum du hier bist. Glaubst du, ich hätte dich nicht in den Schatten herumschleichen sehen? Sie ist nicht länger Teil eurer Ränke, eurer geheimen Treffen, eurer albernen Spitznamen. Ich habe sie davon befreit. Denn ich lasse ihre Tür bewachen. Meine Männer verfolgen ihre Vorträge. Jeden Brief, den ihr ihr schicktet, ließ ich zerreißen und zurücksenden. Zurücksenden? Du findest einen Stapel in der Postverwaltung. Verbrennt sie, vergrabt sie, tut, was ihr wollt. Meinetwegen könnt ihr daran ersticken. Fall geschlossen, das war's schon? Alberne Spitznamen, geheime Treffen. Der Gönner könnte mich für ein Mitglied des Ordens der Ältesten gehalten haben. Die Briefstapel in der Postverwaltung könnten mehr verraten. Mal sehen, welche Maske du trägst. Und dafür haben wir zwei Fertigkeitspunkte bekommen. Ich habe es gerade nicht ganz verstanden, was hier so schwer war an dieser Quest gerade. Noch nie gesehen. Ich habe die Pfirsich- und Multivitamine. Letztes Jahr gab es Holunder. Beste überhaupt. Hat sich aber wohl nicht verkauft. Zumindest habe ich sie dieses Jahr nicht mehr gefunden. Also bei uns im Kaufland. Ich weiß nicht,
ob das halt auch von Laden zu Laden unterschiedlich ist. Wir haben immer Pfirsich, Nektarine ist das ja, glaube ich. Wir haben meistens Mango, Erdbeere, rote Früchte, Multivitamin. Ja, das ist so Standard. Dann gab es jetzt letztens so eine saisonale Aktion. Da waren so Tiere drauf, so Faultier, Löwe und irgendwas. Die waren auch ganz okay. Aber bei uns ist rote Früchte eigentlich immer mit dabei. Ich würde ja was zuschicken, aber das muss ja gekühlt bleiben. Das ist dann ein bisschen blöd. Muss mal gucken. Also im Kaufland haben die definitiv eine sehr große Auswahl davon. Aber halt auch nicht jede Woche immer alles da. Ne? Wahrscheinlich kriegen die es auch einfach gemixt, geliefert. Und das, was halt gerade da ist, ist da. Und was nicht, das nicht. Ja, Tina, das war jetzt eine richtig gute Erklärung. Warte mal, wo ist hier diese heilige Stätte? 8 Meter. Historische Stätte meine ich, nicht heilige. Ach, hier unten. Vielleicht komme ich mal wieder in den großen Edeka. Ja, vielleicht gibt es es da. Nehmen wir die Fruchtbuttermilch immer mit, wenn sie gerade in der Werbung ist. Mag die. Oder jetzt, wo wir drüber geredet haben, gibt es das vielleicht Samstag in meinem kleinen Pups-Penny. Ja, vielleicht. Vielleicht. Ein Schrei nach Weisheit. Warum sollten wir uns der Herrschaft jener unterwerfen, die sich so fürchten, das Universum in Frage zu stellen oder zu stören, dass sie meine Zunge fesseln, meine Augen schließen und meinen Mund zunähen würden? Stünde ich auf und bettelte um Weisheit, um Antworten, warum und wer und wie? Wie kann ich dem Wind lauschen mit betäubten Ohren? Wie soll ich den Himmel befragen mit zugenähten Lippen? Ich muss sprechen, sonst schreie ich. Vielleicht schreit der Himmel auch. Ad Talabs Klage. Oh, aufhören können zu fliehen. Hä? Das ist der gleiche Text, der oben auf dem Haus liegt. Plagiat. So verwegen, Sayidati. Welch gewagte Vorstellung gestern Abend. Ich fürchte, die Kühnheit ist in mir ist zu netten Worten verblasst, die der Scharfsinn längst abgestumpft. Du musst mich diesen Tanz lehren, den du vollführst, um Zurechtweisungen zu vermeiden. Ich möchte diese Schritte lernen, außer es gibt gar keinen solchen Tanz. Womöglich ist deine Kraft dergestalt, dass deine Füße stampfen und wippen müssen, sobald sie den Boden berühren, um dir auszuweichen. Kabiha. Wir haben auf jeden Fall gleich das Rätsel. Versenkte Fragmente. Soll der Jäger seine Fallen stellen? Alle zerrissen. Aber hier ist ein Stück. Weiß Soll der Jäger seine Fallen stellen? Athalab lässt sich nicht fesseln. Der Orden liebt einfach seine Decknamen. Vielleicht fürchtet sie, dass die Verborgenen sie jagen. Aber ich brauche mehr als das. Was haben wir denn jetzt für ein neues Rätsel? Können wir das lösen? Ein Geschenk für dich, o süßsingende Dichterin. Ich habe dir ein Geschenk, ein Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit hinterlassen und auch wenn es nicht viel ist, wäre ich untröstlich, würde es nicht zu dir gelangen. So nutze deine künstlerische Gabe, um die meine zu finden. Gehe dorthin, wo man das Gegenteil von Gedichten spricht. Während deine Verse die Menschen befreien, sperren ihre Sätze ein. Im Westen des Platzes ist ein Brunnen mit meinem Geschenk an dich.
Also wir müssen auf jeden Fall zum Gericht. Und wo ist das Gericht? Die Einblendung auch wieder weg. Das Gericht. Das ist die Post. Was ist das hier? Gerichtshof. Warte, Gerichtshof. Im Westen des Platzes. Hier? Im Westen des Platzes ist ein Brunnen. Ist das ein Brunnen? Oder das hier? Wir gehen hier mal hin. Können wir das Rätsel lösen? Weil das mit der Mission ging ja jetzt fix. Boah, die Capture Card. 2 FPS. Achso, wir wollten ja... Wollen wir das nochmal testen dann mit den Hühnern? Hier ist ein Brunnen tatsächlich. Ich habe das Geschenk... Nee, das ist Essen. Ich will nicht prahlen, aber ich habe die Ohren von 7 von denen. Warte, das... Wir haben endlich den Münzfälscher erwischt. Du schuldet da auch was. Langsam glaube ich... Hieß es, dass es direkt im Brunnen ist? Im Westen des Platzes ist ein Brunnen mit meinem Geschenk an dich. Aber ich sehe das Geschenk nicht. Normalerweise ist das dann so... Das leuchtet dann so ein bisschen... Oh, oder der ab. Ist das ein Brunnen? Ah, hier ist es. Hier ist nicht mal Wasser im Brunnen.
Okay, Rätsel gelöst. Hühner und Schlangen. Komisches Rätsel. So, hier habe ich natürlich jetzt einen Punkt über, deswegen wird es mir immer angezeigt. Dann gehen wir jetzt wieder hier hin. Hier waren wir ja lange nicht. Und probieren das nochmal. Mit den Hühnern. Voll auf die Speere gesprungen, nichts passiert. Warte, ich habe die Kiste da oben noch nicht gelootet. Ach, das ist so eine Kiste. Na gut. Was glaubst du, was du da tust? Das ist ja jetzt richtig gut, wenn wir schleichen. Das wäre auch ein guter Spot, die Gerüstaufgabe zu machen. Problem ist, wenn mich jemand beim Mord beobachtet, werde ich wieder gesucht. Nicht, dass dann wieder die Wachen kommen. Wo sie nicht kommen sollen. Genau. Weißt du, wer einen Fehler gemacht hat? Du! Ungünstig. Das ist wirklich wieder ungünstig. Ich werde schon wieder gesucht. Thank you.
Lass ihn,